Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Project Pen Update für den März 2024. Das ist ja mein Projekt, in dem ich euch alle 2 Monate erzähle, wie es so mit dem Aufbrauchen von Make-up-Produkten läuft, die ich mir ausgesucht habe. Wir vergleichen in diesen Videos dann immer, wie die Produkte aussehen, also ob man wirklich einen Fortschritt sieht, was es für einen Gewichtsfortschritt gibt anhand den Zahlen, wie oft ich das Produkt genutzt habe und natürlich auch, wenn was leer geht, wechseln wir so was Neues in das Projekt ein. Und ich würde mal sagen, das ist heute seit langem mal wieder das aufregendste Update. Es geht nicht nur darum, dass ich viel aufgebraucht habe, sondern wir werden auch so einige Änderungen sozusagen vornehmen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt sehr gerne dran. Wir legen los. Wie immer gehen wir in der Reihenfolge vor, wie ich die Produkte auch beim Schminkvorgang auf mein Gesicht auftragen würde und starten mit dem Primer. Und da bin ich sehr stolz zu sagen, dass ich den Smashbox Photo Finish Primerizer geleert habe. Ich habe das beim letzten Mal ja so fast ein bisschen prognostiziert und es hat wirklich gut funktioniert. Also der ist jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen mittlerweile leer. Und insgesamt hatte ich den ja seit September vergangenen Jahres im Projekt. Hier seht ihr so ein bisschen die Marke. Das war September, das war November, das war jetzt Januar. Und es ging dann echt einfach ganz gut, ja, dadurch, dass ich auch keinen anderen Primer hatte, irgendwie jetzt in meinem Shop My Stash, der mich davon abgelenkt hätte, konnte ich diesen Primer seit dem letzten Update 49 Mal nutzen, bis er dann schließlich leer war. Zusammengenommen habe ich von hier bis hier unten 107 Nutzungen gebraucht. Genau, zuletzt hatte der gewogen, oh Gott, ich habe vergessen, mir einen Taschenrechner aufzumachen, so, weil ich muss jetzt gleich wieder ausrechnen, wie viel wir aufgebraucht haben. Zuletzt hatten wir 106,22 Gramm. Oh, und das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Wir sind heute bei 94,30 Gramm. Anna gibt das ihren Taschenrechner ein, weil sie keinen Bock hat zu rechnen. Moment. 94,3. Wir haben nochmal 11,92 Gramm aufgebraucht. Das ist das meiste, was wir seit Beginn hier hatten. Ich rechne mal noch kurz aus, wie viel es insgesamt waren. Insgesamt haben wir 23,94 Gramm aufgebraucht. Also ziemlich genau, würde ich mal sagen, da sind 30 Milliliter drin. Ja, da, bis da oben waren es offenbar 6 Milliliter und dann, also kommt hin, ist reasonable, erklärbar. Dafür werden wir natürlich was Neues ins Projekt mit reinnehmen, das machen wir aber am Ende. Ich fand das ein super gutes Produkt, mittlerweile ist es ja anders verpackt, wird mich aber definitiv nicht davon abhalten, es wieder zu kaufen. Ja. Dann machen wir weiter mit der Foundation und auch da habe ich erfreuliche Nachrichten. Nachdem ich ja bis zum letzten Update, also ich hatte die Foundation im November mit reingenommen, aber hatte sie bis Januar nie verwendet. Einfach weil ich da mit anderen Sachen noch beschäftigt war. Und umso stolzer bin ich, dass ich euch die Pretty Fresh, den Pretty Fresh Tinted Moisturizer von ColourPop heute als geleertes Produkt präsentieren kann. Das habe ich jetzt, glaube ich, vor 4 Tagen. Ist es dann endgültig leer gegangen nach insgesamt 52 Nutzungen in diesem Projekt. Ich muss sagen, je länger ich das Produkt verwendet habe, desto weniger hat es mir gefallen. Das passiert mir ja selten. In der Regel ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich was öfter benutze, dann einfach auch ja mehr den Dreh raus habe, was vielleicht die Eigenheiten oder Besonderheiten des Produktes sind. Aber das hat mich irgendwie zum Schluss nur genervt, bin ich ganz ehrlich. Bin aber froh, dass ich wieder eine Foundation aus meiner Sammlung raus habe. Und wir wiegen mal, was diese 52 Nutzungen hier gebracht haben. Wir sind heute bei 14,63 Gramm und wir kamen von 28,83. Das bedeutet, wir haben 14,2 Gramm aufgebraucht. Das bedeutet, wenn man jetzt hier auch wieder bei 30 Milliliter 30 Gramm gleichsetzt, dann war da ungefähr noch die Hälfte des Produktes drin. Ja? Finde ich aber echt gut, dass das so schnell ging. Also hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Das lässt mir Hoffnung oder lässt mich Hoffnung verspüren, dass die kleinen Foundations, die ich mir jetzt neu gekauft habe, wie zum Beispiel diese Madara CC Cream, die hier zufällig gerade wegen einem anderen Video neben mir liegt, da sind 15 Milliliter dran. Vielleicht kann ich die dann auch immer jeweils innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen. Ich finde immer diese monatlichen Updates, Leute, ich glaube, da würde nichts passieren. Das wäre super langweilig. Von daher mache ich ja immer nur alle 2 Monate. Aber das fand ich ganz interessant, dass ich das geschafft habe und dementsprechend können wir auch dafür am Ende des Videos eine neue Foundation einwechseln. Da bin ich sehr stolz drauf. Gut, weiter geht's mit meinem Lidschattenprodukt und da habe ich ja auch seit dem November letzten Jahres die Eyes to Mesmerize von Charlotte Tilbury in Rose Gold drin. Das ist so ein, ja, ein, ich würde mal sagen ein Mousse-Lidschatten. Ich zeige euch mal hier, wie es aussieht. Ich finde, der Dip wird immer deutlicher. Hier sind 7 Milliliter drin. Will ich jetzt mal mit 7 Gramm gleichsetzen.
Oh je, letztes Mal haben wir 0,4 aufgebraucht im letzten Update. Da hatte ich das Produkt 33 Mal genutzt. Heute habe ich es jetzt 44 Mal genutzt. Also insgesamt sind wir bei 77 Nutzungen. Ich mache das sehr gern. Ich trage in letzter Zeit sehr viel so rosane, rosig-goldene Augenlooks. Und da lege ich den halt immer drunter und trage dann den Puderlidschatten drüber auf. Aber es gibt halt auch Looks, da passt es gar nicht drunter. Dementsprechend kann ich ihn jetzt nicht jedes Mal nutzen. 44 Nutzungen ist tatsächlich mein schlechtestes Nutzungsding von allen Produkten, die ihr heute seht. Also wir sind eigentlich bei allen zwischen ja, 44 und 52. Bei dem hier waren die meisten Nutzungen. Ja, aber trotzdem finde ich das eine ganz ordentliche Anzahl. Wir wiegen mal. Letztes Mal waren wir bei 48,89 Gramm und hatten 0,39 Gramm aufgebraucht. Und jetzt sind wir bei 48,19. Das bedeutet, wir haben 0,7 aufgebraucht. Das ist doch ziemlich gut, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben jetzt knapp über ein Gramm Produkt gebraucht. Und ich habe ja irgendwie letztes Mal überlegt, warum lasse ich immer alles fallen in diesen Videos? Ich habe beim letzten Mal überlegt, ob ich sozusagen erstmal gucke, dass ich den Boden erreiche und halt jetzt nicht so konzentrisch das Produkt abtrage, sondern erstmal in die Tiefe gehe. Habe ich jetzt bisher nicht gemacht, sondern ich habe einfach immer versucht, halt von der Oberfläche was zu nehmen. Man braucht davon super, super, super wenig, sonst wird es auch so ein bisschen krustig auf dem Augenlid. Aber ich denke, das wird mich noch, fast das ganze Jahr noch beschäftigen. Ist aber auch in Ordnung, so war ja auch ein teures Produkt. Ich finde es nicht schlecht. Ich würde es nicht unbedingt nachkaufen, aber ja, letztlich bin ich zufrieden damit. Dann geht's weiter mit dem Sorgenkind dieses Projektes, und zwar dem Bronzer. Da habe ich ja das Mini vom Too Faced Chocolate Soleil Bronzer drin, seit Januar 2023. Bin damit aber jetzt nicht immer so ernst gewesen, weil ich hatte ja auch ein Contour-Produkt jetzt im Prinzip fast für ein Jahr drin und sozusagen seit dem letzten Update verwende ich nur noch dieses Produkt als Bronzerton, was auch in 48 Nutzungen resultiert hat. Seit Beginn dieses Projektes im Januar 2023, weil ich habe ja sozusagen letztes Jahr kein Finale gemacht, habe ich dieses Produkt 149 Mal benutzt. Das ist ein Mini-Bronzer mit 2,8 Gramm Produkt. Und wir sehen bis heute immer noch nicht das Pfändchen. Trotz der 48 Nutzungen, die ich da jetzt nochmal draufgehauen habe, bin ich so hart frustriert von dem Teil, ja, weil ich mir einfach denke, das kann ja gar nicht sein. Also wir haben jetzt insgesamt noch nicht mal ein Gramm Produkt aufgebraucht. Offenbar braucht man einfach extrem wenig, was ja nicht schlecht ist, aber wenn man das Produkt aufbrauchen will, nervt's. Ja, also ich werde euch jetzt hier wieder die 10 Bilder einblenden, wo ihr nicht seht, dass sich was am Inhalt ändert. Wir wiegen das Teil heute nochmal, aber dann werde ich es aus dem Projekt rausnehmen. Ich habe das euch in meinem letzten Shop My Stash Video erzählt, wo ich euch gezeigt habe, dass ein anderer Bronzer allein durch die 10 Nutzungen im Shop My Stash einfach Pan hatte. Und den werde ich jetzt mal weitermachen, einfach um mich zwischendrin ein bisschen zu entspannen. Ich werde ihn irgendwann leer machen, aber gerade bin ich zu arg genervt von ihm und es soll ja Spaß machen. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Zuletzt waren wir bei 26,34 Gramm. Und jetzt, oh, jetzt hat sich aber ordentlich was getan. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt sind wir bei 25,84 Gramm. Das bedeutet, die 48 Nutzungen haben tatsächlich 0,5 Gramm gebracht. Vielleicht wäre ich doch auf einem ganz guten Weg. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause von dem Teil. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich würde ihn mir nicht unbedingt nachkaufen, weil ich ihn mittlerweile fast einen Tick dunkel finde. Ich habe eigentlich fast nur noch hellere oder kühlstichigere Bronzer, weil mir das, glaube ich, auch einfach besser steht. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause von dem Teil. Ja? Deswegen wechseln wir es heute aus, tun was Neues mit rein. Und ich denke, wenn ich das dann leer habe, dann machen wir eine zweite Runde. Und vermutlich verwende ich es dann fünfmal und dann sehe ich Pfändchen. So wird es vermutlich sein. Aber ja, ich reg mich einfach nicht auf. Es ist, wie es ist. Und letztlich geht es ja darum, alle Produkte in meiner Sammlung zu nutzen. Deswegen mache ich ja auch das Shop My Stash und sich mal auf welche zu fokussieren. Aber manchmal, wenn man sich hyperfokussiert, wird man halt auch verkrampft. Das ist ja im echten Leben auch so. Von daher gönne ich mir von denen jetzt mal eine Pause. Jo. Der Blush funktioniert dagegen eigentlich weiter ganz gut. Das war mir ja klar, dass das ein Produkt ist, das mich vermutlich 2-3 Jahre beschäftigen wird. Der Physicians Formula Butter Bronzer in Nude Silk. Auch den habe ich seit, ja, jetzt mittlerweile 14 Monaten im Projekt. Bin vor dem heutigen Update bei 182 Nutzungen gewesen. Ich habe erneut 46 Nutzungen geschafft. Ich weiß nicht, ob man groß was sieht, dass ich das Pfändchen expandiert habe. Ich habe jetzt aber auch vermehrt versucht, hier am Rand ein bisschen zu verwenden, um hier mal den Imprint aufzulösen. Hat nicht so ganz geklappt. Insgesamt sind wir also jetzt kumuliert bei 228 Nutzungen seit Beginn dieses Projekts. Und wir wiegen ihn heute einfach mal, was die letzten 46 Nutzungen für den Unterschied gemacht haben. Ich verwende den weiterhin gern. Das ist ein solider Blush, der regt mich auch nicht auf, so wie der Bronzer. Aber muss man natürlich auch sagen, hier sind 7,5 Gramm drin, hier sind 2,8 Gramm drin. Wie kann es sein, dass ich hier schon das Pfändchen sehe?
Nobody knows. Zuletzt hatten wir 40,41 Gramm und jetzt, oh, das sind aber auch erfreuliche Zahlen, 39,63. Oh je, das muss ich kurz ausrechnen, 0,37 sind 0,78. Das ist mein absoluter Rekord, was ich an Produkt verwendet habe. 0,65 war bisher das, aber 39,63 Gramm bedeutet, dass wir jetzt fast 3 Gramm Produkt aufgebraucht haben nach 14 Monaten. Und wenn wir davon ausgehen, dass ich den vorher auch schon mal ein bisschen verwendet habe, sind wir jetzt vielleicht bei der Hälfte. Dann sind wir vielleicht doch bei geschätzter Nutzungszeit, bis es leer ist, von 2,5 Jahren. Na klar, nehme ich nicht nur das, sondern ich habe jetzt auch 2 andere Blushes in meinem Shop My Stash gehabt. Aber ich finde 46 Nutzungen in 2 Monaten, wenn man jetzt mal 60 Tage rundet, die ich mich da hätte schminken können, finde ich das echt gut. Ja, also da kann ich gar nichts dagegen sagen. Ich erzähle euch ja in diesem Video übrigens auch immer, wie oft ich geschminkt war, nur so als Referenz. Im Januar 27 von 31 Tagen, im Februar 26 von 29 Tagen. Bei mir ist heute der 18. März, der Montag, und heute trage ich zum 14. Mal Make-up. Diesen Monat war ich irgendwie noch nicht so fleißig. Es gab viele Tage, wo ich irgendwie eher ein bisschen gammelig unterwegs war, aber vielleicht ändert sich das ja. Ja, also ich schmink mich jetzt nicht, wenn ich den ganzen Tag daheim bin, nur um Make-up zu verwenden. Also darum, ja, das ist es mir nicht wert. Aber trotzdem finde ich, das Produkt ist ein gutes Beispiel für, man arbeitet dran und es zeigt sich halt ein Fortschritt und das ist einfach das, was mir bei dem Bronzer fehlt. Genauso ist es tatsächlich auch bei dem Highlighter. Ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt mal eine Prognose abgeben, dass ich den bis Juli schaffe. Bis Mai glaube ich nicht, aber ich würde mich für den Juli hinhauen. Das ist der Morphe High Impact Highlighter in Spark. Und ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile, eigentlich wollte ich sozusagen über die Linie kommen bis zum, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, bis zu dem Update. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Aber ich bin mit meinen Fortschritten weiter sehr zufrieden. 50 Nutzungen seit dem letzten Update für eine Gesamtnutzungszahl von 261. Wow, also langsam werden die Zahlen richtig crazy. Und wir hatten bisher, hier sind 3 Gramm Produkt drin und im Laufe des Projekts hatte ich jetzt insgesamt 1,02 Gramm aufgebraucht. Wir wiegen jetzt mal. Zuletzt hatten wir 25,54 Gramm und heute haben wir 25,27. Auch das ist eine richtig gute Zahl. Ich habe 0,27 Produkt aufgebraucht. Auch das ist mein absoluter Topwert. So viel habe ich noch nie verbraucht. Es läuft gut bei mir. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie so krass ist, dass ich jetzt 10 Sachen heute auswechseln kann. Ich wechsle eigentlich immer Primer und Foundation, sind halt die Sachen, die ich am schnellsten aufbrauchen kann. Aber trotzdem freue ich mich, wenn man halt auch hier sieht, okay, es geht wirklich was voran. Wir haben jetzt ungefähr 1,3 Gramm Produkt aufgebraucht. Ich hoffe mal tatsächlich, Juli oder September würde ich mal schätzen, dass der leer ist. Auch der nervt mich nicht. Ich trage halt nicht so großflächig Highlighter, deswegen geht es nicht so schnell. Ich trage den eigentlich immer als Inner Corner Highlight und unter der Braue. Das mache ich jeden Tag und so wird er halt auch konstant benutzt. Und es freut mich auch. Ja, weiter geht's, würde ich einfach mal sagen. Und auch weiter geht's mit dem Catrice Power Plumping Gel Lipstick. Ich bewundere die Leute so sehr, die jetzt schon sagen, ah, ich habe dieses Jahr schon 3 Lippenprodukte leer gemacht. Warum schaffe ich in einem Jahr nicht mal 1? Ich verstehe es nicht. Dieser Lippenstift habe ich jetzt seit dem letzten Update nochmal 46 Mal verwendet. Auch echt richtig viel. Er wird schon auch immer kleiner, muss man sagen. Ich zeige euch gleich mal die Vergleichsbilder, blende ich ja immer mit ein. Und ich finde es auch weiterhin eine schöne Farbe und ich finde ihn auch gut. Wir haben jetzt zusammen 191 Nutzungen seit Projektbeginn. Die letzten 4 Produkte habe ich alle jetzt seit 14 Monaten drin. Gibt es hier eine Grammzahl? Ja, 3,3 Gramm. Wir hatten bisher ungefähr 0,7 verbraucht in diesem Projekt. Wir wiegen heute jetzt gleich auch nochmal. Zuletzt hatten wir 18,31 Gramm und jetzt haben wir 18,05. Sehr erfreulich. Damit haben wir jetzt genau 1 Gramm Produkt verbraucht. Nicht schlecht, Anna. Nicht schlecht. Und das bedeutet, ich habe 0,26 Gramm Produktverbrauch. Auch das ist der absolute Top-Wert in diesem Projekt. Heute ist ein gutes Update, Leute. Ich freue mich richtig. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja auch noch jede Menge neue Produkte einwechseln können. Also auch hier ist einfach mein Ziel, weitermachen, durchziehen. Und ich werde... Warum, Anna? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ich werde jetzt auch eben nochmal was einwechseln, um dieses Produkt ein bisschen zu unterstützen bzw. ein bisschen zu variieren. Das seht ihr gleich. Ich werde heute 4 neue Produkte mit ins Projekt nehmen. Einmal werde ich den Primer ersetzen, die Foundation ersetzen, nachdem da ja die Produkte leer sind. Ich werde den Bronzer ersetzen, obwohl da das Produkt nicht leer ist. Und ich werde ein weiteres Lippenprodukt mit reinnehmen. Wir fangen jetzt an mit dem Primer. Und da habe ich nur noch im Prinzip alte Primer, also auch den habe ich letztes Jahr gekauft, habe ich noch einen. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit 4 neue Primer-Produkte gekauft. Das ist ein bisschen eskaliert. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm, weil auch die werde ich
denke ich, zügig verbrauchen können, wenn ich mich jetzt an diesen Primer gemacht habe. Es wird eingewechselt, der Essence Hello Good Stuff Glow Serum Primer. Ich habe den damals gekauft, weil Kelly Gooch meinte, das sei ein Dupe zu den Watermelon Dewdrops von Glow Recipe. Finde ich persönlich nicht, ja. Ich habe den jetzt auch in den letzten 2 Wochen verwendet, ohne mitzuzählen, und habe mal versucht zu schätzen, wo wir sind. Ich denke ungefähr hier. Also auch hier wäre meine Prognose, dass ich den vielleicht bis zum Juli hinkriegen könnte. Auch hier sind 30 Milliliter drin, ist eine Glasflasche. Wir wiegen den jetzt heute zum ersten Mal und dann gucken wir mal. Ich glaube aber, vielleicht wird es auch nicht so zügig vorangehen, weil ich jetzt in meinen nächsten Shop My Stashes halt auch vor allen Dingen meine neuen Primer testen will. Also vielleicht wird es auch nicht so schnell, aber ja, bei Primern und so habe ich keinen Stress. Da arbeite ich einfach vor mir hin und gucke, was es wird. Einwechselgewicht hier sind 78,13 Gramm. Und dann gucken wir mal, was da vorwärts geht. Genauso wird es auch sein bei der Foundation. Auch hier, also das Produkt finde ich nicht so toll. Ich kann es verwenden, ich würde es nicht nachkaufen, aber dafür ist ja auch so ein, man muss nicht alle Produkte lieben, die man aufbraucht, man darf sie nicht hassen, das ist ganz wichtig. Aber das ist sowas, das kann ich einfach gut aufbrauchen. Weiter geht's mit der Foundation, die ich liebe, die aber tatsächlich halt einfach ausgelistet ist und jetzt die älteste Foundation in meiner Sammlung. Dementsprechend werde ich mich machen an die The Ordinary Serum Foundation. Ich liebe diese Foundation. Eigentlich muss man sagen, das ist in meiner aktuellen Sammlung fast meine liebste Foundation. Ja? Deswegen freue ich mich unheimlich, dass ich jetzt vermutlich nochmal schöne 4 Monate mit ihr verbringen werde. Ich habe euch mal markiert, wo wir sind. Die trennt sich immer. Die ist super flüssig. Und wenn man, wollte es extra nicht schütteln für euch, aber weil man dann halt gar nichts mehr sieht. Aber hier an der Seite habe ich anmarkiert, wo wir sind. Also ich denke, wir haben gut über die Hälfte des Produktes noch. Man braucht hiervon nicht sehr viel. Auch deswegen würde ich schätzen, auch hier 4 Monate, vielleicht bis Juli. Mal gucken. Aber ja, ich freue mich echt auf die Zeit mit dieser Foundation. Die ist ja leider ausgelistet. Ich war in London im The Ordinary Store, als ich dort war. Und da habe ich nachgefragt, ob es irgendeine Chance gibt, dass die wiederkommt. Aber gibt's nicht. Das machen sie nicht wieder. Ich finde es sehr schade, aber ich freue mich jetzt einfach, dass ich eine gute Zeit nochmal mit ihr haben werde. Wir starten mit einem Gewicht von 35,35 Gramm. Das ist nämlich kein Glasfläschchen, so wie das von Essence. Das wiegt über zweimal so viel, ne, als das. Aber ja, wie gesagt, das sind 2 Produkte, die werde ich ganz problemlos aufbauen können. Dann machen wir weiter mit dem Bronzer-Ersatz und da habe ich jetzt einfach den aus meinem Shop My Stash genommen, der ja halt einen Pan hat. Der wäre eh auf der Liste der zu aufbrauchenden Produkte relativ weit oben gestanden. Das ist der LOV in Kooperation mit Hatice Schmidt Bronzer in der Nummer 100, Bronze die Wand an. Es gab nur den Bronzer. Hier sind 9 Gramm Produkte drin, also müsst ihr mal überlegen, mehr als dreimal so viel wie da. Und ich habe durch meine 10 Nutzungen im Shop My Stash habe ich dieses Pfändchen hier kreiert. Ich glaube, das ist jetzt einfach ganz gut, weil hier wird man, glaube ich, relativ schnell einen Fortschritt sehen. Es hat mir auch schon jemand von euch geschrieben, dass er den in einer unglaublichen Geschwindigkeit aufgebracht hat. Von daher bin ich da jetzt einfach mal frohen Mutes, beziehungsweise es geht für mich einfach mal drum, um diese psychische Entlastung. Das ist jetzt hochdramatisch, ja. Aber dass ich einfach mal sehe, okay, ich benutze ein Produkt und es tut sich dann auch was. So blöd es klingt. Aber hier werde ich einfach sehen, dass das Pfändchen expandiert und dann bin ich, glaube ich, auch zufriedener. Einwechselgewicht für dieses Produkt sind 77,74 Gramm. Und auch hier hoffe ich, dass ich auf eine ordentliche Zahl an Nutzungen komme bis Mai, damit man da einfach auch schon mal was sieht. Ja, und als 4. Produkt möchte ich noch was einwechseln. Hatte ich einfach Bock drauf, das zu verwenden und jetzt dem sozusagen den endgültigen Stoß zu geben. Ich nehme den Lip Liner mit rein. Das ist der Trended Up Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 430. Den gibt es schon ganz, ganz lang nicht mehr. Das ist mein absoluter Lieblingslip Liner eine Zeit lang gewesen. Der macht nämlich, wenn ich mir den über die komplette Lippe auftrage, macht der bei mir so ein so eine Rotweinlippe. Ja, es gibt ganz viele Rottöne, die sind bei mir zu dunkel, aber der ist relativ gut. Ich kann den erstmal super solo tragen, will ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich ihn nur einsetzen, um den Catrice Lippenstift zu umranden. Da ist nicht mehr viel drin. Wir müssen jetzt hier vorsichtig sein, weil mir ist der mal durchgebrochen. Also hier kommt jetzt der erste Teil, den nehme ich mal ab. Und dann ist noch so viel Produkt drin. Könnt ihr das sehen? Also echt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt innerhalb von 2 Monaten was wird, weil ich mit diesen Liplinern gar nicht so viel Erfahrung habe, wie gut die sich aufbrauchen lassen. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr fragil. Aber ich will mich damit sozusagen nicht von dem Lippenstift ablenken, aber ich will einfach ein bisschen Abwechslung haben, ja, weil ich mache jetzt seit 14 Monaten mit diesem Teil rum und ich muss mal ein bisschen was anderes sehen. Gut,
Der wird ein ganz, ganz niedriges Startgewicht haben. Mal gucken, ob der überhaupt 10 Gramm wiegt. Nein, er wiegt tatsächlich 5,96 Gramm. Mal gucken. Vermutlich, wenn er dann leer ist, wiegt er 5,8 Gramm oder so. Aber ist ja egal. Es geht einfach drum, und das sind die beiden Produkte für die Langzeitsachen, die ich hier drin habe, dass es einfach ein bisschen vorwärts geht. Also in dem Sinne, dass es für mich psychisch, dass ich keinen Burnout kriege davon, sondern dass ich einfach wieder Bock habe auch auf diese Project Pen. Und auch der wird irgendwann wieder verwendet werden, aber jetzt kriegt er erstmal eine Pause von mir. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es war ein spannendes Update. Ich bin super zufrieden, nicht nur, weil ich einfach zwei Sachen ausgebracht habe, mir ein bisschen sozusagen neuen Spielraum erlaubt habe, sondern auch, weil ich echt finde, dass ich tolle Zahlen habe, wie viel Produkt ich verwenden konnte. Also ich habe in nahezu allen Kategorien, bei allen Produkten, habe ich das meiste aufgebraucht. Ich frage mich, ob dieser Zeitraum besonders lang war. Ich glaube, ich habe am 8. Januar habe ich das Intro gedreht. Also es waren, glaube ich, 10 Wochen und nicht 8. Vielleicht liegt es auch daran. Aber trotz allem fand ich, es waren gute Zahlen und ich konnte mich gut fokussieren. Ja, und dann gucken wir mal, ob im Mai was leer sein wird. Ich glaube es ehrlich gesagt im Moment nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass es mit dem Lipliner so schnell gehen wird. Und auch Primer, Foundation werden jetzt brauchen, alle anderen Produkte. Aber dann werden wir halt da einfach ein gutes Fortschrittsupdate haben und dann vielleicht im Juli wieder ordentlich was Neues einwechseln können. Genau. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und meinen Worten gelauscht habt und euch das alles hier angeguckt habt. Ich hoffe, es war interessant. Falls ihr auch sowas macht, erzählt mir mal super gerne, wie es bei euch läuft. Falls ihr auch Erfahrungen mit einem dieser Produkte habt, egal ob einfach so oder beim Aufbrauchen. Und natürlich auch, wenn ihr gar nicht Project pennt, was ihr vielleicht so in letzter Zeit leer gemacht habt. Das freut mich natürlich auch immer sehr zu lesen. Und ich bedanke mich ganz herzlich jetzt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dieses Video zu schauen. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns sehr gerne nächste Woche zu einem neuen Review wieder. Da spreche ich ganz viele interessante Produkte, die ich in letzter Zeit neu getestet habe. Und da sind wirklich gute Sachen dabei. Also schaltet gerne rein. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!